Ich habe die Assassin's Creed-Präsentation vom 10. September, also die noch kommt, bereits gesehen und ich kann wirklich nicht erwarten, meine ersten Eindrücke mit euch zu teilen über Assassin's Creed Mirage und was ansonsten auch noch zur Marke dazu kommt. Ich bin mega begeistert. Wir sprechen ganz kurz darüber. Liebe Leute, mein Name ist Fragnat. Hier auf dem Kanal dreht sich alles rund um Assassin's Creed seit 2017 und vielen Dank an Ubisoft für das große Vertrauen, was mir entgegengebracht wurde. Ja, da ich diese Präsentation jetzt bereits gesehen habe und ich möchte euch einfach nur kurz teasen und es gibt hier einen neuen Trailer, den gucken wir uns natürlich auch noch gemeinsam an. Auf meinem Zweitkanal habe ich darauf reagiert. Ich kann da aber nicht im Detail natürlich drauf eingehen, weil es für euch auch noch Überraschung reich sein soll, was man da so sieht. Denn wenn Ubisoft sagt, da kommt noch mehr zu Assassin's Creed, vielleicht kommt dann noch mehr. I don't know. Kann ich weder bestätigen noch verneinen. Assassin's Creed Mirage ist auf jeden Fall Teil dieser Präsentation. Das war, glaube ich, allen klar. Es wurde ja auch schon öffentlich angekündigt von Ubisoft selber. Zu all den Leaks hinzu kam dann die Ankündigung von Ubisoft: Wir zeigen es euch auf dieser Showcase. Und da bin ich mal sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Ich habe es ja schon sehen dürfen und erste Eindrücke sammeln dürfen. Ja, und ich bin einfach total gespannt. Viel kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Ist ja logisch. Will euch auch nicht die Freude kaputt machen. Aber ich freue mich wirklich auf die Präsentation. Ja, das kann ich auf jeden Fall sagen mit einem Lächeln. Ich freue mich, das gemeinsam mit euch im Stream anzusehen. Wir werden das auf twitch.tv/fragnard ansehen. Ich glaube, ich habe auch Drops dafür. Das heißt, ihr könnt auch vielleicht was absahnen an Ingame-Items. Unter anderem, glaube ich, für AC Mirage und für AC Valhalla. Könnte sich also wirklich lohnen, bei mir einzuschalten. Wie gesagt, twitch.tv/fragnard. Und ja, da seht ihr das nochmal. 10. September, 21 Uhr. Wir haben ein Date. Ich bin an dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon im Urlaub. Ich bin noch am Überlegen, ob ich eventuell später nachfliege. Ich bin noch mit so ein paar Freunden. Einfach um das vernünftige Streaming-Setup zu haben. Weil es natürlich enorm wichtig ist. Also Assassin's Creed und mein Kanal, das ist Hand in Hand. Mehr kann ich leider noch gar nicht hier preisgeben, auch wenn ich vielleicht gerne was sagen würde. Aber ich freue mich total, das mit euch zusammen zu gucken. Und es wird sicherlich eine schöne Veranstaltung für uns. Und in diesem Sinne sehen wir uns spätestens am Samstag. Oder? 10. September? Müsste Samstag sein, ja. Um 21 Uhr. Ich werde den Stream sicherlich vorher anwerfen. Wir machen noch einen kleinen Pre-Talk. Wer weiß, was noch passiert. Vielleicht gibt es ja jetzt auch schon Leaks. I don't know. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Mal gucken, was so passiert. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Dabeisein. Vielen Dank an Ubisoft für das Vertrauen. Und ja, das war's auch schon. Wenig Inhalt leider. Tut mir leid. Aber ich freue mich. Bin pumped. Macht's gut. Aktivieren. Und meinen Zweitkanal könnt ihr auch gerne abonnieren.